Andermatt, eines der bekanntesten Bergdörfer der Schweiz. Im südlichen Teil des Kantons Uri gelegen, ist der Ort seit jeher für den Fremdenverkehr bedeutsam. Andermatt liegt gleich an drei hohen Alpenpässen, dem Furka-Pass im Westen, dem Oberalppass im Osten und dem Gotthardpass im Süden. Mit einer strategisch so wichtigen Lage ist es wenig erstaunlich, dass auch der Tourismus hier schon früh einen wichtigen Wirtschaftszweig ausmacht. Heute zählt die Region um Andermatt zu den größten Skigebieten der Schweiz. Und eine der strategisch wichtigsten Anlagen führt vom Ortszentrum seit 2018 auf den Gütsch. Dieser Südhang oberhalb von Andermatt ist bereits im Jahr 1937 Schauplatz einer Baustelle für einen der ersten Schlepplifte der Schweiz. Unweit der Bahnstation Nätschen an der Oberalbroute erstellt die Firma Oehler einen Gurtenschlepplift. Die Anlage erfreut sich in der Nachkriegszeit großer Beliebtheit, bleibt aber viele Jahre allein auf weiter Flur. Zu Beginn der 60er Jahre weicht der Gurtenlift einem Poma-Stangenschlepplift, das spannendere Skigebiet von Andermatt stellt aber ab 1963 der auf der gegenüberliegenden Talseite befindliche Gemsstock dar. Erst zu Beginn der 80er Jahre wird auch der Nätschen zu einem größeren Skigebiet ausgebaut und erhält einen Zubringer von Andermatt in Form einer Sesselbahn. Nach der Jahrtausendwende bewegt sich der Tourismus in Andermatt immer mehr in eine Krise, sodass mit dem ägyptischen Investor und Tourismusentwickler Sami Saviris ein Anlauf für ein umfangreiches neues Konzept gestartet wird. Ein Teil des 2009 gestarteten Bauprojekts sieht die Verbindung der beiden Andermatter Skigebiete am Gemsstock und am Nätschen mit Sedrun und Disentis vor. Nach langwierigen Verhandlungen kann das Konzept ab 2016 schließlich mit den ersten neuen Seilbahnen in die Realität umgesetzt werden. Ein Jahr später wird auch die Achse von Andermatt auf dem Gütsch mit einer neuen Kabinenbahn aus dem Hause Garaventa bestückt. Die Anlage ersetzt eine fix geklemmte Sesselbahn auf der ersten Sektion und eine kuppelbare des gleichen Herstellers auf der zweiten. Der Talstationsstandort wird dabei an den Bahnhof verlegt. Mit einer Zwischenstation auf dem Nätschen schweben die achtplätzigen Kabinen der Firma CWA auf einer Gesamtlänge von rund 3 Kilometern über 925 Meter in die Höhe. Angetrieben werden beide Sektionen von der jeweiligen Bergstation aus, abgespannt in der Talstation. Mit einer Förderleistung von 2400 Personen pro Stunde zählt die Anlage zu den leistungsfähigsten im Skigebiet von Andermatt. Aufgrund ihrer Doppelfunktion als Zubringer-, Beschäftigungs- und Verbindungsanlage Richtung Sedrun kommt sie an guten Tagen aber durchaus an ihre Grenzen.